Es ist Dienstag, der 9. Oktober 2018. Sie sehen das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal und das sind unsere Themen. Fachexperte macht sich ein Bild von der Verkehrssituation an der Sprengelschule. OB Scheller löst Versprechen ein. Feierliche Einweihung, Schriftzug Medizinische Hochschule Brandenburg prangt nun auf dem Gebäude. Und Festschrift 150 Jahre historischer Verein Brandenburg, Buchpräsentation bei Festveranstaltung. Ja, liebe Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SKB-Journal. In der September-SVV war es zum Thema geworden, weil Schulsprecher mit ihren Eltern über ihre Probleme berichteten. Es geht um die Parksituation vor der Sprengelschule. Jeden Morgen kommt es zu einem erheblichen Pkw-Aufkommen vor dem Schulgebäude und das stellt eine Gefahrenquelle für die Schüler dar. Oberbürgermeister Steffen Scheller versprach Besserung und am Dienstagmorgen war er vor Ort, um sich selbst ein Bild zu machen. Morgens vor der Schule. Die Zeit drängt, das Kind muss pünktlich kommen und Mutti oder Vati müssen auch gleich auf der Arbeit sein. Dann wird es hektisch, wenn die Kleinen zur Schule gebracht werden. Und das stellt eine potenzielle Gefahr dar. An der Sprengelschule sorgt auch die ungünstige Straßenführung für noch mehr Probleme. Deshalb waren Schulsprecher gemeinsam mit ihren Eltern im September in der SVV. Dort trugen sie ihr Problem vor und Steffen Scheller versprach, sich darum zu kümmern. Am Dienstag war es dann soweit. Gemeinsam mit Peter Reck aus dem Fachbereich Straßen und Brücken und Sebastian Hennig, dem Leiter der Straßenverkehrsbehörde, wollte er sich die Verhältnisse ansehen. Ebenfalls dabei Christina Bauch, die Direktorin der Schule, mit ihren Schulsprechern. Das Problem des erhöhten Verkehrs ist schon lange bekannt. Bereits 2016 war der SKB vor Ort und befragte Eltern zu ihrer Sicht der Dinge. Na, durch die Baustelle fahren nicht viele Autos. Also für heute war es okay. Aber wir sind auch nicht in der Rush-Hour gekommen, wir waren einfach ein paar Minuten eher da und da war es okay. Gleich zur Einschulung die offizielle Ansage, dass man doch bitte das vermeiden sollte, mit dem Auto bis zur Schultür zu fahren. Und ich denke, da sollten sich alle dran halten. Ja, na, wenn hier oben alles vollgepackt ist, ist man ein bisschen schlechter. Gerade für die Kinder, dann fährt ein Auto nach dem anderen los, die rennen über die Straße. Katastrophal wäre ein Ausdruck. Jetzt mit der Baustelle noch besser. Schön. Ich fahre immer außen rum und ich sehe das Chaos manchmal. Und es stehen manchmal 10 Autos, 15 Autos. Ich habe auch mal, muss ja immer hochgefahren, aber das geht ja nicht. Wir müssen drehen und die Kinder rufen dazwischen mit ihren Fahrrädern. Wir hatten jetzt gerade Glück. Vielleicht auch, weil die Polizei da steht, aber ansonsten. Ja, ganz ungefährlich ist es nicht, gerade vorne. Es geht gar nicht, wir müssen nur gucken. Es geht gar nicht. Was finden Sie denn hier besonders gefährlich für die Kinder? Also ich finde es gefährlich, die müssten unten irgendwie eine Absperrung machen, dass die Autos gar nicht hoch dürften. Weil die sehen das ja gar nicht hinter den Autos. Genauso wie hier, wir müssen da auf die Parkplätze dahin und sie muss zwischen den Autos zum Parkplatz. Hast du Angst, wenn du hier mit dem Fahrrad langfährst? Ja. Mittlerweile ist das Problem so groß, dass schon Privatpersonen auf Sebastian Hennig zukommen. Zu mir? Ins Büro? Eine Omi und deswegen. Und hat sich beklagt und hat gesagt, Mensch, wenn ich meinen Enkel hier mal herbringe, werde ich hier immer fast über den Haufen gefahren. Und die fahren da auch noch so schnell hoch, so ein kurzes Stück. Ja. Und das war eigentlich von mir eher so, naja, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier große Treffer haben, weil es ja so ein kurzes Stück ist. Aber ich dachte mir, wenn die Abstände stimmen zum Verkehrszeichen, probieren wir mal. Und aber, ja, ich möchte ja nicht hören. Muss ich jetzt das aber sind, sagen, wer, sind ein paar andere jetzt kommt. Wer zuerst geblitzt wurde, müssen Sie schon tun. Na, jedenfalls wurden doch mehr geblitzt, die wir dachten. Ja, ja. Lehrer meinst du? Auch, ja. Und ich sage mal, wir stellen die Geschwindigkeit von 20 km/h ein. Also da muss man schon 20 km/h kann man hier entspannt hochfahren, auch wenn es eine Steigung ist. Die meisten hatten jetzt Ausrede, wir müssen ja Gas geben, um den Berg hochzukommen. Aber man hat es halt morgens eilig und fährt doch zügig und ich sage mal, wenn die Kinder dann hier kreuz und quer laufen, dann ist es durchaus eine gefährliche Situation, die man vermeiden sollte. Die Stadt wird nun prüfen, inwieweit eine Parkverbotszone eingerichtet werden kann, in der die Eltern dann ihre Kinder aussteigen lassen können. Ebenso wäre es möglich, dass die Eltern die Parkplätze des gegenüberliegenden Kindergartens nutzen. Von dort könnten die Schulkinder ohne große Probleme über den Zebrastreifen zur Schule gelangen. Aber Steffen Scheller und seine beiden Experten kamen nicht mit leeren Händen. Sie präsentierten der Direktorin und ihren Schülern den ersten Erfolg. Also wir haben ja jetzt in den letzten 2-3 Jahren einige Grundschulen noch mit dem Blitzer ausgestattet, was doch notwendig war aus unserer Sicht, was doch durchaus Effekte hat. Hier ist es schon aufgrund der Straßengeometrie wahrscheinlich nicht möglich, also nach unserer Prüfung. Aber die Geschwindigkeit, ich sage mal, wollen wir auch hier möglichst reduzieren. Ist ja auch die Hauptzufahrt zum Klinikum mit. Zum Marienbad, also man hat doch viel überörtlichen Verkehr, nicht nur die Leute, die hier wohnen.
Und deswegen hatte ich die Stadtwerke angefragt, ob die so ein Geschwindigkeitssystem finanzieren würden, weil wir das in so einem Etat nicht dürfen. Und die haben zugesagt. Und ich kann es Ihnen ja mal zeigen, welches Modell es wohl sein wird. Mit den Geschwindigkeitsanzeigeanlagen könnte man zumindest erst einmal Geschwindigkeitsüberschreitungen sichtbar machen. Das allein sorgt dann meist schon bei vielen zu bewussterem Fahren. Und für die Schulkinder wird der Schulweg sicherer. Nach der Kritik am Sozialbeigeordneten Dr. Wolfgang Erlebach, auch vom SKB, werden die Fördergelder für die Kiez-Kita nun doch abgerufen. Hilfe könnte kommen durch neue Erzieher und Sozialpädagogen. Die Stadt Brandenburg an der Havel beteiligt sich nun doch an dem vom Land geförderten Projekt Kiez-Kita. Dafür kommen jetzt aus Potsdam von der Landesregierung Fördergelder in Höhe von rund 600.000 Euro. Der SKB hatte im Mai darüber berichtet, dass der Sozialbeigeordnete Dr. Wolfgang Erlebach, die Linke, ursprünglich sich geweigert hatte, die Fördergelder abzurufen, weil ihm der Verwaltungsaufwand zu hoch erschien. Oberbürgermeister Scheller hatte sich daraufhin vom SKB angesprochen, von dieser Haltung distanziert und angekündigt, sich darum zu kümmern. Er sagte damals zum SKB, dass er selbst verwundert sei, dass dieser Antrag nicht gestellt worden sei. Er selbst könne nicht nachvollziehen, dass man wegen dieser Bürokratie auf so viel Geld und die damit verbundenen Stellen verzichten würde, erklärte Oberbürgermeister Scheller damals gegenüber dem SKB. Dann wurde die Kritik an Erlebach immer größer und Ende Juni stimmte eine Mehrheit der Stadtverordneten dafür, die Verwaltung aufzufordern, einen Förderantrag an das Land nachzureichen. Das wurde auch erledigt, allerdings ist durch den Zeitverlust auch einiges verloren gegangen. Nun startet das Projekt Anfang November, nachdem mittlerweile zahlreiche freie Träger von Kindereinrichtungen ihr Interesse angemeldet haben. Unter anderem das DRK Kinderdorf, Pusteblume Kita und die Blauer Spatzen. Den Kindern soll durch das Förderprogramm eine individuelle Begleitung ermöglicht werden. Teilweise kommen die Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen. Der gute Mensch von Sichuan, ein Theaterstück von Bertolt Brecht. Die Geschichte von Brecht spielt in der chinesischen Provinz Sichuan. Zum Inhalt: Drei Götter kommen auf die Erde, um gute Menschen zu finden. Nur dann könne die Welt so bleiben, wie sie ist. Doch kann man angesichts von Not und Armut gut sein? Nur die Prostituierte Shen Te nimmt die drei Götter bei sich auf. Sie wird gut bezahlt dafür und erwirbt einen Tabakladen. Plötzlich sind die Menschen freundlich zu ihr, die vorher nichts mit ihr zu tun haben wollten. Sie versucht weiter Gutes zu tun, rettet den Flieger Yang Sun vor dem Selbstmord. Sie verliebt sich in ihn, doch sie wird enttäuscht. Die Götter sehen in Shen Te weiterhin den guten Menschen von Sichuan. Doch sie verschließen die Augen vor der Härte des Lebens. Ihr blindes Manifest, sei gut, wird zum unerfüllbaren Dogma. Wie können wir Menschen gut sein? Das ist die Frage des Stücks. Regie und Bühne Malte Kreuzfeld. Eine Aufführung des Hans-Otto-Theaters Potsdam. Am Freitag, dem 12. Oktober 2018 um 19.30 Uhr. Großes Haus. Tickets an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Schlafmützen aufgewacht! Das Herbstangebot im Brandenburg-Netz der RFT Kabel kommt. Testen Sie jetzt Basis HD 6 Monate lang gratis. Alles 100% digital, denn analoges Fernsehen war gestern. RFT Kabel. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher.
Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Nun ist er endlich sichtbar, der beleuchtete Schriftzug für die Medizinische Hochschule Brandenburg. Bei der Einweihung spielte die Bürgerstiftung wieder eine wichtige Rolle als Finanzier, aber nun weiß man, dass an dieser Stelle und in diesem Gebäude studiert, geforscht und gelehrt wird. Das ist der Moment, in dem der beleuchtete Schriftzug sichtbar wird. Nun ist der studentische Campus auch weithin als solcher erkennbar. Und wieder einmal hat die Bürgerstiftung diese wichtige Beleuchtung ermöglicht. Die Stiftung hilft bei kulturellen, sozialen und gemeinnützigen Projekten, für die es sonst keine Finanzierung gibt. So auch in diesem Fall, wie der Stiftungschef, der Banker Frank Robbie Wallis, erläuterte. Auch die Geschäftsführerin des städtischen Klinikums, Gabriele Wolter, zeigte sich stolz über das Engagement der Bürgerstiftung. Sie betonte, die Bürgerstiftung habe nunmehr schon 70.000 Euro für die MHB eingeworben und das sei ja schon eine ganze Menge. Immerhin weitere 30.000 Euro hat die MHB mittlerweile auch von anderen Sponsoren, Privatpersonen und Unternehmen erhalten. In der Vergangenheit hatte die Bürgerstiftung unter anderem die Ausstattung der Skill Labs in der MHB unterstützt. Zuletzt hatte das Vorhaben, ein Quadratkilometer Bildung, für Aufmerksamkeit gesorgt, das in hohen Stücken angelegt ist und auch von der Bürgerstiftung initiiert wurde. Die Bürgerstiftung betonte, es gehe darum, dass die Studenten in unserer Stadt nun mit Begeisterung lernen und die MHB noch sichtbarer wird. Historische Vereine beschäftigen sich mit der Geschichte ihrer Stadt. Zeugnisse der Vergangenheit werden gesammelt und bewahrt. Der Historische Verein Brandenburg existiert nun schon seit 150 Jahren und zu diesem Jubiläum wurde eine Festschrift veröffentlicht. Es ist sozusagen ein Geburtstagsgeschenk des Vereins an sich selbst. Die Festschrift 150 Jahre Historischer Verein Brandenburg ist vergangene Woche Donnerstag erschienen. Im Gotischen Haus wurde das Buch von den Mitgliedern des Vereins bzw. von einigen Autoren vorgestellt. Wir haben insgesamt 14 Autoren, von denen 12 Mitglieder des Historischen Vereins sind. Das ist ganz bemerkenswert, weil es natürlich ein Zeichen ist für die Leistungsfähigkeit unseres Vereins. Und auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, aber vor diesem Hintergrund, nicht nur vor diesem Hintergrund, aber auch vor diesem zählen wir wirklich, glaube ich, zu den ganz leistungsstarken Vereinen im Land Brandenburg. Das, denke ich, kann man mit Fug und Recht sagen. Und die zwei, die noch nicht Mitglied sind, daran werden wir arbeiten. Die Festschrift ist gleichzeitig der 100. Jahresbericht des Vereins. Das knapp 300 Seiten lange Buch ist in 3 Abschnitte eingeteilt. Professor Dr. Klaus Neidmann, Leiter des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, verfasste die Einleitung. Im Mittelteil gibt es einen geschichtlichen Abriss des Vereins von 1868 bis heute. Im letzten Teil des Buches wird auf die Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum und dem Stadtarchiv eingegangen. Die Festschrift ist im Buchhandel oder in Brandenburger Museen erhältlich und kostet 25 Euro. Am Mittwoch ist Welthundetag und einem ausgedehnten Spaziergang mit dem geliebten Vierbeiner steht nichts entgegen, jedenfalls was das Wetter angeht. Hier sind die Aussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Es ist Anfang Oktober und wir werden richtig verwöhnt. Hochdruckgebiet Viktor bringt uns die nächsten 3 Tage puren Sonnenschein und das bedeutet 23 Grad am Mittwoch und 24 Grad am Donnerstag und auch am Freitag. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Dienstag. Weiter im Programm geht es jetzt mit dem zweiten Teil vom SKB-Talk-Redaktionsbesuch. Mein Kollege Gerd Glaser ist auch heute wieder im Gespräch mit dem Brandenburger Tenor Christian Friedrich und der verrät mehr über seine Pläne für die nahe Zukunft. Ich wünsche gute Unterhaltung und verabschiede mich. Tschüss, machen Sie ist gut.
Zuschauer, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit dem Tenor aus Brandenburg an der Havel, Christian Friedrich, der jetzt über die Stadtgrenzen hinausgeht. Das haben wir gehört. Er wird eine große Tournee durch 100 deutsche Städte machen. Christian Friedrich, eine Tournee quasi durch ganz Deutschland, die aber dann im Brandenburger Theater beginnen wird. Ja, das war ganz klar. Also ich meine, Brandenburg, das ist doch klar, Brandenburg habe ich ganz viel zu verdanken, also insbesondere dem Publikum natürlich, weil hier hat meine Karriere halt angefangen, damals ja auch schon zur Ruder-Weltmeisterschaft 2005. Stimmt. Das war so das allererste große Ereignis, sage ich mal, wo ich so in die Öffentlichkeit getreten bin. Dann kamen eben so kleine Havelfeste und so eine Sachen, wo man Singen der Nationalhymne, muss ich jetzt ergänzen, weil genau. Sonst denken manche, der hätte mitgerudert da. Nee, dafür habe ich nicht die richtigen Arme, glaube ich. Ja. Nee, er hat die Nationalhymne da gesungen. Genau, ja. Fehlerfrei übrigens, was ja nicht allen gelingt. Das stimmt. Bei das großen stimmt. Sportveranstaltungen hat es ja schon die tollsten Eskapaden und Kapriolen gegeben. Richtig, ja, das stimmt. Aber gut. Das hat immer geklappt. Ja, das war auch jedes Mal sehr, sehr schön. Regattastrecke, genau. Genau, das, ja. Das stand eigentlich ganz, ganz von Anfang an. Einmal war es ja sogar am Neustädtischen Markt. Genau. Mensch, kann man richtig. Mal sehen. Ich habe doch alles gewebt von Christian Friedrich. Ja, ne? Ja. Einmal war es ja gar am Neustädtischen Markt, genau, ja. Wo sie aufgetreten sind. Na, der SKB war ja auch immer mit vor Ort. Also genau. Von daher wir haben war ich ja immer gut im Bild und Ton. Immer mitverfolgt. Ja, genau. Aber da freut man sich ja, glaube ich, auch wenn man, vor allem ist es ja dann auch eine Möglichkeit oder Gelegenheit, mal so sehe ich oder würde ich das jetzt sehen, sehr viele Städte, die man vielleicht noch gar nie gesehen hat, sich mal anzuschauen. Ganz ich meine, genau. Das ist ja auch von daher, glaube ich, ein Highlight für einen Künstler, oder? Ja, na, wobei so viel Zeit zum Anschauen wird halt nicht bleiben. Ganz ehrlich, man muss natürlich die Kosten auch gering halten. Ja. Deswegen, also ich denke mal, eine kleine Stadttour oder so, die man dann machen wird, darauf wird es sich begrenzen, aber jetzt großartig kennenlernen. Glaube ich, zumindest im Rahmen der Tour wird es erstmal nicht geben. Naja, aber man hat ja trotzdem seine Eindrücke. Genau, oder? Genau. Vielleicht findet man dann den einen oder anderen Ort, wo man dann privat nochmal zurückfahren möchte. Wenn man das toll findet. Wenn das überall ist, also in allen. Also es sind auch fast alle Bundesländer irgendwie mit drin, oder? Es sind alle Bundesländer bisher drin. Wo es dann letztendlich stattfindet, das hängt ja davon ab, welche Theater uns aufnehmen, muss man so sagen. Aber es sind wirklich alle Bundesländer vertreten und ja, wir sind quer verteilt über die ganze Bundesrepublik. Die neue Philharmonie, wie gesagt, 14 Musiker da noch mit auf der Bühne. Hat man mit denen schon mal Kontakt gehabt? Hat schon mal zusammen mit denen gespielt? Oder? Na, gespielt noch nicht, aber den Kontakt, den gab es auch bezogen oder im Prinzip nach dem großen Jubiläumskonzert 2016. Da gab es dann Kontakte mit dem Dirigenten Andreas Schulz und ja, da hat man dann einfach Kontakt aufgenommen und wie das halt so ist, ne, man spricht halt nicht beim Bier, sondern in dem Fall war es ein Tee, den wir da getrunken haben und da sind eben ganz viele Ideen gekommen und da sagt er, ja Mensch, da können wir euch helfen mit Musikern und mit Räumen und sowas, das muss ja auch alles geprobt werden. Ne? Ja, ja. Ja. Das wird ja dann auch noch eine Heidenarbeit, ne? Das alles einzustudieren. Ach, das sehe ich gar nicht als Arbeit. Das ist ja, ich meine jetzt nur das halt. Ist ja Spaß, also naja. Klar, also ich meine, klar, wir arbeiten natürlich auf, ich sag mal, irgendein, wenn man so will, ein fertiges Produkt sozusagen hin. Ja, ja. Aber, also ich sag mal, der Spaß an der ganzen Freude, der darf dabei nicht zu kurz kommen. Ja, das ist richtig. Das ist mir ganz wichtig. Ja, wenn es keinen Spaß machen würde, würden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Nee. Und ich glaube, die Musiker sind da auch alle so eingestellt, dass das sehr, sehr lustig werden wird. Es sollen wohl auch unterschiedliche Nationen da sein. Aha. So dass ich da auch bestimmt mein Englisch schon mal ein bisschen auffrischen kann. Okay. Ja. Kommen wir dann zu der Musik. Was wird es denn da für Musik geben bei dieser Tournee? Oder welche Stücke sind da? Oder ist das auch noch nicht so klar? Naja, also da hat man natürlich auch schon ganz viele Ideen im Kopf. Das ist klar. Selbstverständlich ganz viel Musical auch. Das ist und bleibt mein Steckenpferd. Das ist der Hauptanteil in den Konzerten nach wie vor. Wir gehen auf Classic-Pop-Sachen. Wir gehen auch auf, ich sag mal, vergangene Ehren. So aus dem Las Vegas-Show-Business, da gehen wir mit drauf. Die Hauptintention von dieser ganzen Tour ist eigentlich unter dem, wie wir finden, sehr treffenden Titel Irgendwo verzaubert. So wird diese ganze Tour so wird die heißen. Lauten. Irgendwo genau. Verzaubert, schöner Titel. Ja. Und das lässt ganz viel Raum. Also das ist ja ein ganz großer Werdegang gewesen, da hinzukommen. Und das ist ein Gefühlschaos, das man gar nicht beschreiben kann. Und ich möchte die Zuschauer auch gar nicht in dem Programm mit irgendwelchen langen Moderationen oder so verschrecken. Das ist besser, ja. Ja, sondern ich lasse die Musik sozusagen sprechen. Und es gibt so viele wunderbare Titel. Ja, man kann den Titel ja immer mal kurz erklären oder so. Das wird sicherlich auch dazu kommen. Aber die Titel an sich, die werden den Zuschauer
über diese ganze, über das ganze Gefühlschaos sozusagen hinweg begleiten. Und wenn man dann diese 2,5 Stunden überstanden hat, so will ich das mal sagen mit dem zwinkernden Auge, dann wird man wissen, dass es alles andere als einfach ist, so einen Weg sozusagen einzuschlagen. Aber dennoch, es gibt für mich eigentlich keinen anderen, der irgendeinen Sinn ergeben würde. Also man kann immer einen einfachen Weg gehen, aber das macht wenig Sinn. Muss nicht immer der beste sein, der einfache Weg. Das ist richtig, ja. Ja, und dann ist es ja oft so nach so Konzerten oder vorher fragen die Leute, Mensch, jetzt will ich die Musik auch mit nach Hause nehmen. Gibt es denn da schon eine Planung für eine CD oder irgendwas in der Richtung? Da von Christian Friedrich, ist da was geplant? Natürlich. Also gerade vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, dass man eben die CD mit nach Hause nehmen will. Ja. Denn ganz ehrlich, also ich habe überhaupt noch gar nicht den Anspruch, in den CD-Charts irgendwo aufzutauchen. Das geht auch nicht. Wenn Sie keine Plattenfirma hinter sich haben, da haben Sie schon irgendwo verloren, weil so viel Budget kann man überhaupt nicht aufbringen. Und das stecke ich dann lieber in die Promotion für die Konzerte an sich. Mhm. Und es wird natürlich im Prinzip eine Anlehnung an das erste Album, ein weiteres Album geben, was auch sehr viele Titel sozusagen beinhalten wird, die in dem Programm gespielt werden. Ja. Aber eben auch nicht nur, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man auch immer noch so einen kleinen, ja, wie sagt man dazu, so einen kleinen Überraschungseffekt dann auch hat. Gibt es denn auch eigene Titel dann, die dabei sein werden bei der nächsten CD? Ja, die wird es auch geben, vereinzelt allerdings nur. Also ich bin noch lange nicht so weit, dass ich ein ganzes Album sozusagen anbieten kann mit nur selbstgeschriebenen Titeln. Wird bestimmt auch irgendwann mal kommen, ist aber im Moment noch gar nicht notwendig. Und ich glaube, wenn man sich da so langsam Stück für Stück ranpirscht, dann ist das auch von Erfolg gekrönt. Aber die Texte haben Sie dann auch selbst geschrieben bei den eigenen Titeln? Ja, ja, natürlich, klar. In welche Richtung gehen die so, die eigenen Titel? Wie kann man die beschreiben so? Ja, wie kann man das beschreiben, was ich singe? Das ist irgendwo immer so eine Mischung aus, ich sag mal, so eine Popballade. Ja. Musical ist natürlich auch immer so von den Einflüssen mit da drin. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht auch mal so ein bisschen was Orchestrales. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Wann wird das dann erscheinen? Gibt es da schon einen Erscheinungstermin für dieses Projekt? Nein, noch nicht. Also wir werden es auf jeden Fall irgendwann im Laufe der Tour dann, also innerhalb der, ich sag mal jetzt, nächsten 3,5 Jahre sozusagen herausbringen. Vielleicht schaffen wir es schon zum Anfang, dass wir es dann im Herbst nächsten Jahres anbieten können oder dann vielleicht eben im Laufe der kommenden Zeit. Ja. Da ist ja eine ganze Menge in Planung bei Christian Friedrich und da hat sich eine ganze Menge getan. Und verändert auch mit dieser Agentur und der jetzigen bevorstehenden Tournee. Aber wichtig ist natürlich auch für die Brandenburger, dass er dieses Jahr, wollen wir doch nochmal zurückkommen, noch auf den Anfang unseres Gesprächs, dass er doch nochmal hier bei uns auftritt und sich die Zuschauer hier nochmal überzeugen können, was er mittlerweile drauf hat. Wie denkt man da über sich selbst? Glauben Sie auch, dass Sie sich jetzt auch gesanglich in den letzten Jahren verbessert haben noch? Oder da, das merkt man schon? Oder wie fühlt man das oder wie kriegt man das mit? Ist das auch ein Feedback von Kollegen, von anderen? Das auf jeden Fall. Also Feedback bekommt man auf jeden Fall, gerade von den Kollegen, aber auch von jedem Publikumsgast sozusagen. Ne? Die merken das ja auch. Ob man das jetzt verbessern nennen kann, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall immer eine gewisse steigende Leichtigkeit, die man von Jahr zu Jahr merkt. Mhm. Also ich sag mal so, von dem Anstrengungslevel her geht das immer ein bisschen weiter zurück. Das ist ja darin oder wurde darin ja schon ersichtlich, dass ich damals 2016 eben dieses große Mammutkonzert zum Jubiläum stattfinden lassen konnte. Da haben mir auch ganz viele, gerade aus dem Fachbereich, ich sag mal jetzt so den Vogel gezeigt. Und umso schöner war es dann aber hinterher zu sagen, Mensch, ich hab's geschafft und es war nicht so, dass ich am Ende war, als das Konzert vorbei war. Also ich hätte es quasi nochmal machen können, was jetzt natürlich unsinnig ist. Aber es ist gut, dass man weiß, dass man jetzt so eine gewisse Langlebigkeit in der Stimme hat. Und die ist auch ganz, ganz wichtig, gerade im Am Anfang ist man da noch ein bisschen unsicherer oder was? Oder denkt, hoffentlich halte ich durch? Die Stimme oder ist nicht so belastbar. Die ist nicht so belastbar. Genau. Das ist jetzt anders oder das hat sich verändert. Ja.
Ja. Gibt es da noch so Lampenfieber oder so, wenn man auftritt oder kurz vorm Auftritt? Oder ja, ist man da nervös leicht, wenn man dann sieht im Publikum, die sitzen alle da und warten? Oder wie ist das? Ja, das ist schön. Also Lampenfieber an sich, glaube ich, ist es nicht, weil Lampenfieber ist, was ich so gelesen habe, eigentlich kein schönes Gefühl. Aber dieses Kribbeln im Bauch, das ist immer noch da. Und das habe ich auch schon vor ganz vielen Jahren gesagt, werde ich auch immer wieder sagen. Wenn ich das irgendwann nicht mehr habe vor irgendeinem Konzert, dann ist es wirklich Zeit, die Segel zu streichen und von der Bühne abzutreten. Naja, oh Gott, da gibt es ja dem nur Alter. Nee, aber das ist für mich so ein inneres Zeichen, dann wäre es nicht mehr das Richtige. Mhm. Ja. Das ist richtig, ja. Ja, und deswegen, ich habe es ja nochmal gesagt, gibt es ja bald nochmal ein Konzert hier in Brandenburg am 24. November im Pauli-Kloster. Und das ist ja nun auch ein tolles Ambiente. Meine, das lobt ja jeder immer, das Pauli-Kloster, wenn er in die Stadt kommt. Ne? Ich wüsste nichts Vergleichbares hier in unserer Region auch. Nein, ist richtig. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Also da kann man sich schon freuen auf diese zwei Konzerte, 16 ja. und 20 Uhr. Für beide gibt es noch Tickets. Und ja, da sieht man sich mit Sicherheit wieder. Ja, bei das ist ja schön, na klar, gerne. Und da freuen wir uns alle drauf auf dieses Konzert jetzt in Brandenburg. Und ja, da kann man ja eigentlich nur alles Gute wünschen, Christian Friedrich. Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin, es hört sich gut an. Freut mich auch persönlich sehr, dass das so klappt und dass das jetzt in diese Richtung geht. Denn das hat er ja auch verdient, der junge Mann, denn er hat ja hier auch wirklich schon tolle Konzerte hingelegt. Ja. Und wir freuen uns, dass es jetzt so eine Fortsetzung gibt. Wir freuen uns erstmal auf den 24. November, da muss man ein bisschen geprobt werden wahrscheinlich bis dahin. Ja klar, also wir haben jetzt gerade am Wochenende das Repertoire sozusagen zusammengebastelt und jetzt beginnt die Probenphase. Da kommen dann nochmal so ein oder zwei spontane Ideen dazu. Da ist auch gerade mein Pianist, der Klaus, sehr erfinderisch, sage ich mal. Also es wird lustig werden, garantiert. Alles klar. Also toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Christian Friedrich war im Studio. Er erzählte über sein Konzert im November in Brandenburg und über seine bevorstehende Tournee und was sich bei ihm mittlerweile getan hat. Liebe Zuschauer, danke für Interesse. Und ich hoffe oder ich denke, Sie sind auch dabei am 24. November im Pauli-Kloster. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.